Momentan gibt es gerade Turbulenzen um die EU-Kandidatur von Lena Schilling. Alles zu Aktenzeichen 5C300, 24i und noch viel mehr erkläre ich dir in unter 90 Sekunden. Diese komische Kombination aus Zahlen und Buchstaben bezeichnen ein Gerichtsdokument, in dem Lena Schilling sich dazu verpflichtet, künftig gewisse Äußerungen zu unterlassen. Wie zum Beispiel die Behauptung, dass eine ihrer früheren besten Freundinnen von deren Ehemann verprügelt werde und nach einem Übergriff eine Fehlgeburt erlitten habe, schreibt der Standard. Der Streitwert liegt bei 20.000 Euro. Der Vorwurf zusammengefasst, Lena Schilling verbreite verletzende Gerüchte und muss damit aufhören, alles mitten im EU-Wahlkampf. Innerhalb der Partei ist die Meinung zu Schilling gespalten. Die Vorwürfe seien etwa Dreck, um einer jungen, erfolgreichen Frau zu schaden, vielleicht auch durch politische Gegner finanziert. Andere sagen, es sei nur die Spitze des Eisbergs. In der Recherche des Standards kam heraus, dass viele Personen in unterschiedlichen Kontexten von Schilling getroffen sind. Sie habe ein problematisches Verhältnis zur Wahrheit, spiele Personen gegeneinander aus und hinterlasse verbrannte Erde. Gleichzeitig lautet die Kampagne Herz statt Hetze. Zudem erfand Schilling eine Affäre mit einem Fernsehjournalisten und sei im Rücktritt des Abgeordneten Clemens Stammler involviert gewesen. Auch in der Klimabewegung soll die EU-Spitzenkandidatin damals minderjährige Mitstreiterinnen gegeneinander ausgespielt haben, um selbst mehr Macht zu bekommen. Wichtig, bei allem handelt es sich um Vorwürfe und es gilt die Unschuldsvermutung. Am Mittwoch wurde von der grünen Parteispitze bekannt gegeben, dass Schilling trotz Vorwürfen nicht zurücktritt. Was die Grünen zur Gerichtsakte sagen, findest du im Artikel über den Link in der Bio.